Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox und zwar mit meinen Tops und Flops zum Spieltag. Meine Tops, ich habe diesmal zwei und zwar einmal Max Meyer. Max Meyer hat meiner Meinung nach einfach ein Hammerspiel gemacht, hat sich jetzt hoffentlich auch dauerhaft gegen Boateng durchgesetzt, macht zwei Tore gegen Hoffenheim und zeigt einfach mit einer starken Leistung, dass er auf Schalke einen ganz klaren Spieler der Zukunft ist. Laufbereitschaft stimmt. Ganz klar für mich einer der Gewinner des Spieltages. Als zweiten habe ich auf dem Zettel Di Santo. Di Santo mal wieder bei dem Traumtor, ganz ehrlich, er sorgt für den 1-0-Sieg mit so einem Traumtor. Ärgerlich nur, dass er sich die gelbe Karte dann abholt und fürs nächste Spiel gegen Bayern gesperrt ist. Aber Di Santo ist für mich einer der interessantesten Spieler, auch wenn es um die Transfers im Sommer geht. Ich hoffe, dass er bei Bremen bleibt, aber an diesem Spieltag hat er einfach wieder gezeigt, dass er für Bremen derzeit einer der Spieler ist, der ganz klar den Unterschied ausmachen kann und einer der Gründe ist, wieso es für Bremen in der Rückrunde wirklich so gut läuft. Wie seht ihr die Tops? Habt ihr noch jemanden anders? Habe ich jemanden vergessen? Lasst es mich wissen. Meine Flops. Überraschung, ich habe keinen Spieler gefunden, wo ich sagen würde, war so schlecht, dass ich ihn direkt als Flop des Spieltages bezeichnen würde. Berami vom HSV mit seinem überharten Foul wäre mir aufgefallen, vielleicht, aber es ist kein Spieler da, wo ich jetzt sagen würde, direkt, es war der Flop des Spieltages. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht habt ihr einen Spieler, wo ihr sagt, der war absolut Nieter an diesem Spieltag. Lasst es mich doch einfach mal wissen. Ansonsten denke ich, für mich war keiner dabei. Wir sehen uns ansonsten auf Sportbox wieder und dann mit dem nächsten Bundesligaspieltag oder mit einem der Videos unter der Woche. Ganz interessant wäre vielleicht noch, was haltet ihr von der DFB-Pokal-Auslosung Bayern gegen Leverkusen? Lasst es mich über die Comments wissen. Bleibt sportlich, bleibt der Sportbox.